Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaspi, das hier. Heute soll es um Folgendes gehen, und zwar, das seht ihr hier schon. Und zwar geht es um das Substrat unserer Lieblinge. Und zwar will ich heute darüber sprechen, was ich für ein Substrat nehme. Und zwar für, ja doch, so ziemlich alles, was ich momentan hier habe. Also Vogelspinnen, Asseln, Schaben und ja, kann sein, dass ich was vergessen habe. Nee, das wäre soweit alles, was ich momentan da habe, was Erde benötigt. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und würde sagen, legen wir mal los. Also wie man hier sieht, das ist eine schöne bunte Mischung. Das ist Grundsubstrat ist, nach freundlicher Empfehlung von Tiny Venoms, Grüße gehen raus an der Stelle, das Floragard-Schildkrötensubstrat. Das habe ich auch hier im leeren Sack, weil ich gerade Terrarium an einrichten bin und mir dachte, ich könnte euch das ja mal zeigen, was ich hier so in die Terrarien packe. Also sieht das gute Stück hier aus. Schildkrötensubstrat. Und ich bin davon sehr überzeugt, finde es super und wollte euch jetzt einfach nur mal zeigen, was ich noch so alles dazu mache, damit es am Ende so aussieht, wie es eben aussieht. Ja, also das Grundsubstrat ist halt, wie gesagt, das Schildkrötensubstrat von Floragard. Und dazu mische ich halt noch hier weiß faules Holz und entweder hier Futterlaub oder aus dem Wald gesammeltes Laub. Kann man halt machen, wie man lustig ist. Das Futterlaub hat natürlich den Vorteil, dass es schon bakteriell zersetzt und sofort einsatzbereit und verfügbar für alle Tiere, die im Boden leben. Was jetzt, wenn man nur den Aspekt der Optik betrachtet, nicht sonderlich wichtig ist, aber ich gehe da zumindest immer drauf, ein mikroaktives Substrat zu bilden und auch instand zu halten. Sprich, ich packe da überall Springschwänze und weiße Asseln rein. Dementsprechend kommt dann auch für die Feuchtigkeit hier Phragmumus. Ja, und das wird dann alles schön gemischt. Eine genaue Zusammensetzung kann ich euch jetzt nicht geben. Ich mache das immer so Pi mal Auge. Und wie ich gerade denke, dass es gut ist. Und ja, am Ende hat man dann so eine schöne Mische hier, die man auch gut einbringen kann. Die ist grabfähig, die ist trotzdem noch locker. Also je nachdem, welches Tier man da reinpacken möchte oder für welches Tier man dieses Substrat verwenden möchte, hat man halt immer das passende parat. Und ich würde euch jetzt mal zeigen, so die Terrarien, die ich ja jetzt schon mit eingerichtet habe, beziehungsweise die älteren Terrarien könnte ich euch auch zeigen. Ja, die Box könnte ich euch auch zeigen, wie das alles nach einer gewissen Zeit ausschaut. Ja, deswegen kurze Pause und gleich geht's weiter. So, weiter geht's. Also das sind jetzt hier die Terrarien, die ich eingerichtet habe. Und zwar einmal ein 30er und ein 40er. Oder ein 20er, 25er, ich weiß nicht. Ich habe die Terrarien schon ewig hier stehen und ja. Habe die jetzt einfach mal wieder fertig gemacht, damit es ein bisschen schöner aussieht dann. Und ja, hier kommen dann morgen Rosenkäferlarven rein wahrscheinlich, die ich dann im Fressnapf holen werde. Und ja, hier sind halt die, machen wir mal hier ein bisschen mehr Licht rein. Das sind die 40, 40, 20 Terrarien, die ich von der lieben Tess bekommen habe. Finde ich einfach klasse. Mal gucken, was man damit so machen kann. Ob da für die Vogelspinnen auch alles gut ist oder nicht. Deswegen werde ich das erstmal einrichten komplett und dann ja, testen, wie es ausschaut. Hier sieht man noch mal für die Terrafossa Stürmi, die demnächst kommen, habe ich auch schon die Boxen hier fertig. Die laufen gerade ein mit Bodenpolizei, Pipapo, dass sich das alles schon mal setzt. Und ja, je nachdem, was ich da reinsetze, lasse ich auch einfach manchmal nur das Substrat, mache dann nur weißes Holz oder je nachdem, wie ich es gerade brauche. Und ja, jetzt zeige ich euch noch mal die Boxen auf der anderen Seite, damit ihr seht, wie das dann nach ein bisschen längerem Bewohnen dann ausschaut. So, Freunde, mal eben schnell hier ein bisschen für euch aufnehmen, weil die Tiere schlafen, beziehungsweise sind jetzt wach und wollen ihre Ruhe haben. Ja, weil nachtaktive Tiere und so. Deswegen will ich die jetzt nicht zu sehr stören, aber euch trotzdem mal zeigen, wie das dann nach einer gewissen Zeit hier ausschaut. Die war ganz hier, die müsste auch wieder on Tour sein. Ja, und so sieht das dann nach einer Zeit aus, wenn damit gearbeitet und gefressen wird, sag ich mal, von der Bodenpolizei. Also ich finde es super. Ich kann euch auch noch mal empfehlen, schaut mal bei meinem Instagram-Profil vorbei. Da habe ich auch ja, Bilder der Terrarien, auch noch anderer Terrarien. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Ich würde sagen, das war's dann soweit. Und schreibt noch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet, von dem Substrat, was ihr so benutzt,
Und ja, ich freue mich immer von euch zu hören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.